Hallo, Steve Parker hier und ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Steve's Competitive Corner. Für alle Leute, die neu abonniert haben und nicht wissen, was hier eigentlich los ist, das ist ja gar kein Kampf. Erstmal bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, dass ihr uns abonniert habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Kanal, genauso wie ich Spaß an den Videos habe, am Videoschnitt und allem, was dazu gehört. Auf jeden Fall, das ist der Bereich auf Super Funtime, wo ich euch ein Pokémon ein bisschen näher bringe, das ich sehr, sehr gerne spiele, beziehungsweise in früheren Videos gespielt habe, damit ihr auch wisst, was ich mir denn dabei gedacht habe, um so ein bisschen ins Detail zu gehen. Vielleicht lernt ihr auch was, vielleicht lerne ich auch was von euch, wenn ihr in den Comments schreibt, Steve, du dummer Idiot, so macht man das doch gar nicht, macht das bitte so. Dann helfen wir uns gegenseitig, denn die Pokémon-Community ist eine sehr, sehr nette und da lernt man voneinander und das ist quasi die ganze Mentalität dieser großartigen Spiele. So sieht das also aus. Das ist sowieso ein schöner Faktor von diesem Tool. Ich habe absolut totales Pech, was Shiny-Varianten angeht. Ich habe, glaube ich, im ganzen Spiel, ich habe schon 400 Stunden, glaube ich, gespielt. Also das ist jetzt nicht übertrieben. Das meiste davon wahrscheinlich züchten. Aber ich habe irgendwie nur 3 oder 4 Shiny-Varianten der Pokémon gefunden. Alle 4 relativ schlecht, wesentlich schlecht, IVs sind schlecht. Was soll's, aber hier kann ich endlich mal sehen, wie die Shiny-Varianten aussehen, denn da bin ich tatsächlich nicht so versiert, aber sieht tatsächlich gar nicht mal so schick aus. Sieht schick aus, das wollte ich damit sagen. Genau, das Gegenteil. So, setten wir das mal auf Level 50. Wir machen übrigens Roserade, sollte ich vielleicht, habt ihr vielleicht euch denken können vom Titel her, aber man sollte es auch vielleicht erwähnen. Roserade beziehungsweise Roserade auf Deutsch, große Unterschiede. Auf jeden Fall ein Pokémon, das mir sehr, sehr gut gefällt, das ich auch ein paar Mal eingesetzt habe als defensive Wall. Es ist nicht defensive, es ist spezialdefensive als Wall. Sehr schönes Pokémon, gefällt mir sehr gut. Item. Da ich es, wie gesagt, defensiv spiele, habe ich, glaube ich, in den letzten 5 Sekunden 10 Mal gesagt, ist Black Sludge ein sehr schönes Item, denn Health, davon wollen wir viel haben und dafür, davon wollen wir immer viel haben, vor allen Dingen. Das heißt, damit kriegen wir, wenn wir denn Poison-Type sind, was wir ja sind, also Gift-Pokémon, kriegen damit 1/6 ihres Healths am Ende der Runde zurück. Funktioniert genauso wie Überreste. Halt nur für Gift-Pokémon. Das ist ganz gut, wenn man beide Sachen einsetzen will und nach Smogon-Regeln spielt und nicht 2 Überreste da hat, ist das, glaube ich, eine nette Alternative. Auf jeden Fall passt das ziemlich gut in unseren Plan. Ability. Da kommt theoretisch nur Natural Cure in Frage. Das macht Statusveränderungen weg, wenn wir rausswitchen. Das sind natürlich im momentanen Meta unglaublich gut, wo scheinbar jedes zweite Pokémon Will-O-Wisp beherrscht oder Thunder Wave und das momentan ultra wichtig ist, dafür einen guten Counter zu haben. Damit kann man quasi mit Roserade reinwechseln, wenn man erwartet, dass der Gegner irgendwie Donnerwelle oder, ich weiß gar nicht, Irrlicht. Irrlicht, das ist die Attacke auf Deutsch. Ich probiere momentan so ein bisschen die deutsche Lingo zu lernen, was tatsächlich für mich sehr schwer ist, denn ich bin mit den englischen Spielen aufgewachsen, auch mit der englischen Serie, denn so ist das nun mal, aber ich gebe mir Mühe. Ich habe einen Spicker irgendwann neben dem Spiel, wo alles draufsteht. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Ability. Natural Cure kann ich nur empfehlen. Die 2 anderen Sachen sind eher für eine aggressive Variante zuständig. Poison Point gibt eine 30%ige Chance, den Gegner bei Kontakt zu vergiften. Ist ganz okay, aber ich glaube, da gibt es bessere Alternativen. Technischen klingt eigentlich ganz gut, verstärkt Angriffe, die weniger als 70 Base Attack bzw. 60 oder weniger Base Attack haben. Das Problem ist leider, dass unser Movepool so begrenzt ist, dass wir gar nicht so viele Angriffe haben, die davon profitieren können. Deswegen, selbst für eine aggressive Variante sind diese 2 Abilities gar nicht mal so gut. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Auf jeden Fall erstmal die defensive Variante. So, Moves. Da gibt es tatsächlich gar nicht mal so viel Kreativität, denn wie gesagt ist der Movepool von Roserade gar nicht mal so gigantisch groß. Das heißt, da ist schon relativ einfach vorbestimmt, was wir denn können. Wir machen Spezialschaden, das heißt, wir gehen hier auf Giga Drain. Sehr schöner Move, hält uns zusammen mit Black Sludge ziemlich gut am Leben, ist Stab und wie gesagt in einem Meta, wo jedes zweite Team ein Rotom Wash mit dabei hat, ist es immer ganz praktisch, ein paar Grass-Type-Moves zu haben. Ist sowieso ein sehr, sehr guter Counter gegen ein Rotom Wash, welches ja auch noch Will-O-Wisp beherrscht. Das ist total dämlich. Wieso kann eine Waschmaschine einen verbrennen? Das muss mir mal einer erklären. Wie gesagt, mit Natural Cure ist das auch kein Problem. Wir lassen uns gerne verbrennen, denn das kriegen wir direkt weg. So. So viel Erklärung zu nur einem Move. Der zweite Move, da auch Feen-Pokémon momentan auch sehr, sehr beliebt sind in Form von, was weiß ich, Azumarill, gibt es halt relativ viele. Ist es ganz gut. Jetzt muss ich nachdenken. Wie heißt dieser Angriff? Oh mein Gott, ich setze so selten Gifteingriffe ein. Es ist Blast. Es ist Bomb? Sludge Bomb. Sludge Bomb. So ist das Ding.
ist Depp. 90 Base Power ist gar nicht mal so von schlechten Eltern. Und wir haben noch eine 30%ige Chance, den Gegner zu vergiften, um Residual Damage zu bekommen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, denn wir können tatsächlich auch ziemlich gut austeilen. Unsere Spezialangriffswerte sind gar nicht mal von schlechten Eltern. Das heißt, Walls, die auch gut angreifen können, immer her damit. Dritter Move ist etwas Spezielles, was ich sehr gern spiele, ist tatsächlich Rest, denn wie gesagt, wir wollen healthy bleiben, wir wollen so viele Angriffe wie möglich einstecken und falls wir tatsächlich mal in einen kritischen Bereich kommen, Rest, natürlich ein sehr schöner Move, heilt uns komplett, legt auch direkt andere Statusveränderungen weg, wenn wir das tatsächlich irgendwie brauchen können und das Schöne ist, dass wir den Nachteil quasi komplett negieren können mit unserer Ability, denn Rest schläfert uns ein für 2 Runden, ich glaube, das ist sogar festgelegt und wenn wir das nicht wollen und einen safen Switch haben, können wir natürlich rauswechseln und haben diesen Schlafnachteil gar nicht mehr. Das ist auch hier wieder ein sehr schöner Move mit sehr schöner Synergie zum gesamten Konzept dieses Pokémons. Sehr schön. Vierter Slot, da streiten sich die Geister. Da habe ich mich auch selbst mit mir selbst gestritten. Das mache ich abends manchmal. Früher, wo ich noch jung und naiv war, habe ich Toxic Spice gespielt. Nein, wir wollen noch nicht zu den Sets. Wo fange ich an? Ist generell ein sehr schöner Move damit, da man passiv die gegnerischen Pokémon stark vergiften kann. Das heißt, wenn man irgendwie das komplette Team so ein bisschen auf Stalling aufbaut, also auf Verzögerungstaktiken mit Protect, mit Heilen und was auch immer, ist es ganz gut, dass sich die gegnerischen Pokémon selbst vergiften und man das nicht erst vorher selbst machen muss. Nachteil im momentanen Meta ist, dass Toxic Spikes natürlich keine Stahl-Pokémon trifft, wie alle Giftattacken nicht, aber auch keine Pokémon, die irgendwie schweben haben oder die fliegen können. Und momentan sind mir das ein bisschen zu viele. Das heißt, im schlimmsten Fall trifft man vielleicht nur 2 oder maximal 3 Pokémon des gegnerischen Teams. Man muss ja auch noch 2 Züge investieren, um 2 Layer Toxic Spikes rauszulegen. Eine andere Gefahr ist, dass wenn man es irgendwie nur schafft, 1 Layer rauszuhauen und der Gegner sich dann quasi immer wieder reinwechselt, der ist dann nur normal vergiftet und wir haben dann keine Chance mehr, den Gegner irgendwelche anderen Status-Moves wie, was weiß ich, Thunder Wave oder was auch immer draufzulegen, dass das auch da kleine Nachteile hat, natürlich auch Vorteile, da alles sehr passiv passiert. Aber genau aus diesen Gründen spiele ich momentan lieber Toxic, dass ich allein damit ich die Kontrolle habe, wen ich vergifte, wie ich vergifte. Denn manchmal will man ja die Gegner auch nicht vergiftet sehen, sondern, was weiß ich, paralysiert. Kann ja auch vom Vorteil sein, dass wir da irgendwie nicht die Kontrolle verlieren. Da nehme ich doch lieber Toxic mit. So. Viele Worte für das Moveset, obwohl es gar nicht so viele Moves gibt, die wir hätten nehmen können. Wir kommen zu den Stats. Und zwar, wir spielen halt, habe ich glaube ich ein paar Mal gesagt, eine defensive Variante. Das heißt, Health wird erstmal gemaxt, denn das ist wichtig. Vorher, beziehungsweise das, was man in den Videos gesehen hat, habe ich Roserade immer mit maximalen spezialdefensiven Investment gespielt. Momentan stört es mich aber so ein bisschen, dass selbst kleine Pimpfe die physischen Schaden machen, die aber sonst nie was reißen würden, dieses Ding leider komplett auseinandernehmen. Deswegen spiele ich momentan eine Variante, die auch ein bisschen normales defensives Investment hat, sodass man hier auf 100 kommt. Ich komme immer noch nicht auf 100, was soll denn das? Wenn das doch nur so einfach im Spiel wäre, wenn man doch eine Slider hätte. Aber wie gesagt, dass man so ein bisschen mehr normal physisch-defensiven Bulk aufbaut, dass man nicht einfach sofort krepiert, wenn... Was nervt mich zum Beispiel? Zum Beispiel ein Azumarill kann mich immer noch, obwohl es nicht sehr effektiv ist, mit einem Aquajet irgendwie finishen und das sehe ich nicht gerne, denn wir können es auf jeden Fall direkt mit Sludge Bomb auch ziemlich hart treffen. Deswegen da ein kleines defensives Investment, das uns so kleine Kackdinger nicht sofort besiegen. Trotzdem Wesen immer noch zum Vorteil von Spezialdefensiv, denn da wollen wir auf jeden Fall die meisten Angriffe abwehren. Wie gesagt, ein sehr schöner Counter gegen einen Rotom Wash kann ich nur empfehlen. So, das ist erstmal die Variante, die ich spiele, eher defensiv ausgelegt. Was man alternativ machen kann, was ich mir auch in letzter Zeit ein bisschen gezüchtet habe, ein bisschen getestet habe, habe ich jetzt noch nicht die Ultra-Erfahrung, aber wie gesagt, es sieht nach einem sehr, sehr guten Pokémon auch aus, indem man es aggressiv spielt. Da spiele ich nicht Black Sludge, sondern Life Orb, dass wir einfach unseren Schaden maximieren. Denn man sieht ja hier, die Basis-Spezialattacke 125 ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt, da können wir auch ziemlich gut ausstellen, auch als Wall. Aber wenn wir mehr
auf Aggressivität setzen, dann kann man auch hiermit ziemlich gut arbeiten. Ability habe ich weiter Natural Cure gelassen. Wie gesagt, Sachen wie Will-O-Wisp oder andere Staatsveränderungen nerven mich einfach zu sehr. Und mit den zwei anderen Sachen kann man gar nicht mal so viel mehr anfangen, denn wir haben wenig Kontakt mit den gegnerischen Pokémon. Das heißt, das Poison Point fällt schon mal fast komplett raus. Und wir haben, ich glaube, wir haben nur zwei oder drei eher schlechtere Attacken, die mit Technician funktionieren würden. Ich glaube, Magic Leap macht 60 Damage und damit würden wir auf 90 kommen, aber wie gesagt, finde ich nicht so gut. Da lieber doch die Sicherheit von Natural Cure. Bei den Moves ändert sich tatsächlich ein bisschen. Das Problem ist, jetzt muss ich mich erinnern, wie heißen die Sachen? Irgendwas mit Leaf. Magical Leaf heißt das. Razor. Nein, Moment. Genau, Leaf Storm. Oh Gott, ich sollte mir ernster vorher ein bisschen Gedanken machen, ein bisschen Orden. Aber wie gesagt, das Ganze entsteht eher spontan. Ich bin kein Fan von geskripteten Videos. Ich setze mich einfach an den Rechner, hole mein Mikrofon ran und dann denke ich mir, machst du mal eine Folge Competitive Corner, wird schon funktionieren. Leaf Storm, sehr schöne Attacke. Macht 130, das lasst euch mal auf der Zunge zergehen, 130 Base Damage. Hat leider genau denselben Nachteil wie Draco Meteor. Macht unsere Spezialattacke um zwei Stufen runter. Ist aber okay, denn mit Leaf Storm, wenn wir das denn gezielt einsetzen, machen wir auf jeden Fall die gegnerischen Pokémon platt. Und wahrscheinlich wird der Gegner hinterher sowieso zum Revenge Kill ansetzen und sowieso zum Wechsel zwingen. Das heißt, da ist der Nachteil von, zwei Stufen Spezialattacke runter gar nicht mal so krass, denn wir werden sowieso wechseln und kriegen quasi diesen Bonus wieder zurück. So. Genug der Worte. Sludge Bomb, lassen wir einfach mal, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Step-Move. Macht richtig guten Schaden, auch auf Sachen, die das Ding nicht super effektiv treffen. Aber wie gesagt, es sind viele Feen-Pokémon unterwegs. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall auch einen guten Poison-Type-Move. Wenn wir schon so einen starken kriegen, sollten wir den auch benutzen. Deswegen, das lassen wir mal drin. Zu Rest. Eine Weile lang habe ich auch auf der aggressiven Variante Rest gespielt, denn uns gegenheilen dadurch, dass wir auch sowieso mit Life Orb immer wieder ein bisschen Health verlieren und dadurch, dass wir kein Gear Drain mehr haben, womit wir uns ein bisschen gegenheilen können, ist Rest, glaube ich, eine ganz gute Variante. Wir haben weiterhin Natural Cure, das heißt, das ist immer noch eine sehr, sehr gute Synergie. Momentan spiele ich da wir ja sehr aggressiv sind, theoretisch, noch mehr Angriffsmoves, deswegen spiele ich hier Dazzling Gleam. Dazzling. Wo ist das N? So. Denn tatsächlich können wir Roserade diesen Move beibringen und in letzter Zeit kommt es mir viel zu oft vor, dass der Gegner sich denkt, ah, da ist eine Roserade, ich hole einfach mal einen Dragon-Type rein, der Leaf Storm und Sludge Bomb ziemlich gut tanken kann, aber was er nicht gut tanken kann, ist ein Dazzling Gleam. Das heißt, wenn wir erwarten, dass der Gegner in einen Drachen rein switcht, dann nutzen wir einfach mal Dazzling Gleam, macht richtig guten Schaden. Damit kriegen wir auch Dark-Type-Pokémon richtig gut runter, wie zum Beispiel Houndoom. Was wird noch gespielt? Subiris. Mir fallen jetzt nicht mehr ein. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Coverage mit diesen drei Moves. Kriegen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Pokémon down. Als vierten Move, da habe ich auch schon ein bisschen länger überlegt, ob ich nochmal einen Angriff dazu spielen soll. Aber wie gesagt, ist der Movepool relativ begrenzt. Das heißt, an dieser Stelle spiele ich tatsächlich sehr, sehr gerne Sleep Powder. Normalerweise bin ich tatsächlich nicht ein Fan von Moves, die nur 75% Treffchance haben, aber manchmal kann man es tatsächlich riskieren. Das kann das ganze Spiel rumreißen, wenn man ein kritisches Pokémon eingeschläfert bekommt. Wie gesagt, wenn man erwartet, dass der Gegner tatsächlich einen Drachen reinwechselt, dann vielleicht Sleep Powder einsetzen und dann quasi mit Dazzling Gleam draufhauen, denn wahrscheinlich One-Hit-KO und werden wir einen Drachen wahrscheinlich nicht können und deswegen ist da Sleep Powder, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ist auf jeden Fall ein schönes Setup, das wir damit hinlegen können. Ja, finde ich gut. So viel zur Argumentation, finde ich gut. Das sollte als Begründung reichen. Bei den Statuswerten ändert sich ein bisschen was, denn wir sind nicht mehr defensiv. Wir wollen Schaden machen. Deswegen Spezialattacke ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch vor allen Dingen. Und wir wollen gerne Modest als Wesen. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist. Ich habe keine Ahnung. Modest. Was könnte Modest auf Deutsch sein? Keine Ahnung. Ich will noch nicht mal irgendwie irgendwas falsch sagen. Deswegen hier. Plus auf Spezialattacke, minus auf Attacke. Attacke brauchen wir nicht, Spezialattacke brauchen wir. Merkt euch das. Ist gut. Und weiterhin, wir wollen nicht nur Schaden machen, wir wollen sehr schnell Schaden machen. Das heißt, damit wir nicht von jedem Pimpf ausgespeedet werden, da auch mal ein bisschen Investment in die schöne Geschwindigkeit. Was man mit den restlichen vier macht, man kann nochmal auf Death gehen, denn wie gesagt, die Basis-Death-Werte sind gar nicht mal so schlecht. Man könnte aber auch auf Health gehen, um ja, mehr auszuhalten an dieser Stelle. Ja, das war's schon. Das Einzige, was man noch machen muss, ist dem Ganzen einen Nickname geben. Powerade. Passend zum Namen Powerade, aber nur mit einem mehr. Glaube ich.
Na, egal. Auf jeden Fall, das war meine Vorstellung von Roserade. Kann ich nur empfehlen, jeder, der die Gelegenheit hat, sich eins zu züchten. Wie gesagt, macht es, ihr werdet es nicht bereuen. Kann vor allen Dingen im momentanen Meta tatsächlich sehr, sehr viel reißen. Wie gesagt, allein, dass man einen Counter gegen Rotom Wash hat. Das lohnt sich schon. So. Bevor wir diese Episode beenden, möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen, beziehungsweise eine Idee kundtun, denn ich wurde ein paar Mal gefragt, ob ich denn Pokémon verschenke oder Giveaways mache, was scheinbar viele andere Poketuber machen. Ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen, denn. Also okay, als Werbeaktion mit hier, ich mache Giveaways ganz fett in Großbuchstaben schreiben, kommt zu meinem Kanal, ihr müsst mich abonnieren, sonst kriegt ihr nichts, ist glaube ich ganz angenehm. Aber ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, dass man quasi so ab und an kleine Giveaways macht, denn wie gesagt, die Poke-Community, das ist ein Geben und Nehmen, das heißt, man gibt an die Community, man kriegt Liebe zurück hoffentlich. Und deswegen würde ich hier vorschlagen, ich habe noch kein großartiges Konzept, das ist relativ spontan, würde ich sagen, dass ich hier an dieser Stelle ein kleines Giveaway mache. Und zwar biete ich euch ein perfektes IV-gebreedetes Roserade an, beziehungsweise nicht Roserade, es ist Roselia, glaube ich. Aber das könnt ihr ja entwickeln. Das ist ganz einfach mit einem Stein. Ich könnte es wahrscheinlich sogar selbst entwickeln, wenn ihr denn wollt. Mit den jeweiligen relevanten Egg-Moves. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, Sleep Powder ist, glaube ich, ein Egg-Move. Leafstone ist, glaube ich, ein Egg-Move. Giga Drain ist vor allen Dingen auch ein Egg-Move, das heißt, das muss man sich noch draufzüchten. Hat mich auch total überrascht, dass ein Roserade das nicht von sich aus lernt. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ganz praktisch, denn ich weiß, dass Züchten manchmal nervig ist, vor allen Dingen, wenn man erst die Eier-Moves, sagen wir das so auf Deutsch, so auf die Eier-Moves braucht. Deswegen, was ihr dafür tun müsst, um dieses wunderschöne Roserade bzw. ein Roselia zu ergattern, super einfach, guckt einfach in die Videobeschreibung dieses Videos, da findet ihr einen Link zu einem ominösen Twitter-Account, der tatsächlich mir gehört. Ich benutze ab und an Twitter, nicht oft, aber ihr könnt ja mal vorbeischauen und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr mir ja folgen. Heißt das so, ich benutze Twitter wirklich sehr selten, aber werde probieren, demnächst mehr Pokémon-relevante Informationen da reinzuschreiben und da könnt ihr mich vor allen Dingen auch beleidigen, wenn ich mal wieder mit viel zu viel Glück gewinne. Egal. Giveaway. Genau. Es wird dort wahrscheinlich einen Tweet geben mit dem total cleveren Titel Roselia Giveaway, bitte hier reinschreiben. Dort antwortet ihr es. Bei Twitter kann man ja Dialoge starten. Schreibt einfach rein, wieso ihr es gerne hättet oder schreibt einfach eine lustige kleine Geschichte. Und sofern ich euch noch nicht im Spiel habe, ihr solltet es wissen, ob ich das schon habe, schreibt noch am besten euren Freundescode da rein, damit ich euch auch im Spiel finde und euch dieses wunderschöne Geschenk übergeben kann. Das Ganze wird so ablaufen, dass ich beim nächsten Competitive Corner eine kleine Roulette starten werde. Heißt das Roulette? Auf jeden Fall so ein Drehband, wo die ganzen Namen drin sind. Und ein glücklicher Gewinner wird es dann schaffen und wird dann angezeigt werden. Und der bekommt dann das Roselia. Sagt mir am besten auch noch, welche Version ihr gerne hättet. Denn ich glaube, die Egg-Moves sind so ein bisschen unterschiedlich, ob ihr eher aggressiv oder eher als Wall spielen wollt. Schreibt das einfach rein, ich würde mich freuen. Auf jeden Fall, das Ganze ist eigentlich nur eine kleine Aktion, um euch ein bisschen was zurückzugeben, denn ich bin unglaublich glücklich, wie viel Feedback ich bekomme. Ich bin süchtig nach Montagen geworden, denn da lade ich die Sachen hoch, beziehungsweise schalte sie frei und es ist ein richtig schöner Moment, wenn es 4 Uhr nachmittags ist und ich sage, jetzt freigeben und dann kommen schon die ersten Kommentare. Ich freue mich richtig und wie gesagt, die Dinger züchte ich mir sowieso, versauern in meiner Pokébox und da kann ich euch auch ein bisschen was von meiner Pokémon-Liebe abgeben. Das war leider ein viel zu langer Competitive Corner dieses Mal, aber das nächste Mal werde ich probieren, die Informationen ein bisschen mehr zu komprimieren, mehr Informationen in kürzerer Zeit, das sollte auf jeden Fall gehen. Ich werde dann auch wahrscheinlich das Giveaway nicht so lange ankündigen und so lange erklären, ihr wisst dann hoffentlich, wie das dann läuft. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr irgendein anderes bestimmtes Pokémon sehen wollt, das ich schon mal eingesetzt habe, dann schreibt das bitte in die Comments oder gebt allgemein Feedback. Findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Soll ich es lieber lassen, die Competitive Corners zu machen? Mir persönlich machen die Spaß und Informationen weitertragen ist ja immer gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Bye, bye.